Die Frage, wie kam die Farbe in den Fernseher, steht nur stellvertretend für das Problem der Übertragung von Farbinformationen allgemein. Was im Audiobereich der Übergang von der Mono zur Stereophonie war, ist bei der Bildübertragung der Wechsel von der Schwarz-Weiß- zur Farbdarstellung. Wie funktioniert das technisch? Hallo und wieder mal herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Und ich beginne heute mal mit einer ganz einfachen Frage. Welche Farbe hat dieses Gehäuse? Hat jetzt jemand blau gesagt? Ich behaupte, das Gehäuse ist nicht blau. Eigentlich hat es gar keine Farbe. Aber der Reihe nach. Wenn wir von Farbe reden, müssen wir uns zunächst mal mit Licht beschäftigen. Die verschiedenen physikalischen Theorien streiten sich noch darum, ob Licht aus Teilchen oder aus Wellen besteht. Wir werden uns hier mit dem Wellencharakter beschäftigen. Schon James Clerk Maxwell, von dem hier schon öfter die Rede war, vermutete, dass es sich beim Licht um elektromagnetische Wellen handeln könnte, nachdem die von ihm berechnete Geschwindigkeit der Wellen sehr nah an der damals bekannten Lichtgeschwindigkeit lag. Die Geschichte der Bildaufzeichnung beginnt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie beruht darauf, dass sich lichtempfindliche Materialien mit Stärke und Dauer der Bestrahlung verändern. Am Ende setzte sich ein Verfahren durch, bei dem auf einem durchsichtigen Trägermaterial lichtempfindliche Silberverbindungen aufgebracht werden, die nach der Entwicklung je nach Bestrahlungsintensität unterschiedlich geschwärzt erscheinen. Es entsteht ein Abbild in Graustufen. Zunächst als negativ, denn die ursprünglich hellsten Stellen sind auf dem Bild jetzt schwarz. Erst wenn man mit dem Negativ ein fotoempfindliches Papier belichtet und entwickelt, wird daraus ein positives Bild mit den richtigen Helligkeitswerten. Auch die ersten Fernsehgeräte konnten nur Graustufen darstellen. Ein Elektronenstrahl trifft auf eine Leuchtschicht, die je nach Stärke des Strahls mehr oder weniger hell leuchtet. Für eine Schwarz-Weiß-Darstellung braucht man also nur eine Information, nur einen Übertragungskanal, der den Helligkeitswert übermittelt. Die Farbinformation geht verloren. Aber was ist denn nun eigentlich Farbe? Einige werden aus dem Physikunterricht dieses Experiment kennen. Schickt man einen weißen Lichtstrahl durch ein Prisma, entsteht ein Fächer aus unterschiedlichen Farben. Der gleiche Effekt, wenn Sonnenlicht auf Regentropfen trifft und ein Regenbogen entsteht. Isaac Newton folgerte daraus, dass weißes Licht eine Mischung aus all diesen Spektralfarben ist. Das bedeutet andersherum, um weißes Licht zu erzeugen, muss man nur die verschiedenen Spektralfarben miteinander mischen. Lässt man bestimmte Spektralfarben weg, entsteht eine andere Mischfarbe. Fehlt beispielsweise der blaue Anteil, wird das Licht gelblich. Durch entsprechende Mischung der Ausgangsfarben lässt sich jede beliebige Farbe erzeugen. Man spricht zwar im Allgemeinen von 7 Regenbogenfarben, aber in Wahrheit sind die Farbübergänge fließend und das Spektrum besteht eigentlich aus unendlich vielen Spektralfarben. Eine Mischung von unendlich vielen Farben ist aber technisch nicht umsetzbar. Zum Glück stellt sich heraus, dass 3 Grundfarben ausreichen, um damit jede beliebige Farbe zu mischen. Welche Farben das sind, hängt von der Art der Mischung ab. Denn wir müssen unterscheiden zwischen additiver und subtraktiver Farbmischung. Mit der additiven Farbmischung bekommen wir es immer dann zu tun, wenn es um selbstleuchtende Lichtquellen geht. Die Intensität der 3 Grundfarben addieren sich. Ist die Intensität der Grundfarben 0, dann ist es dunkel, also schwarz. Leuchten alle 3 Lichtquellen mit voller Intensität, ergibt das Weiß. Dazwischen ist alles möglich. Die 3 Grundfarben sind Rot, Grün und Blau. Deshalb spricht man auch vom RGB-Farbmodell. Bei der subtraktiven Farbmischung wird die Farbe immer dunkler, je mehr Farbe dazukommt. Alle Farben zusammen ergeben Schwarz. Das sind Farben, die nicht selbst leuchten. Und hier kommen wir wieder auf unser Gehäuse zurück. Wo bekommt es seine Farbe her, wenn es nicht selbst strahlt?
Was wir sehen, ist das Licht, das durch das Gehäuse reflektiert wird. Jeder Körper strahlt einen bestimmten Teil des Farbspektrums zurück und absorbiert den Rest. Die Strahlung wird dann in Wärme umgewandelt. Deshalb erwärmt sich ein schwarzer Körper in der Sonne sehr stark, denn er absorbiert das gesamte sichtbare Licht. Ein weißer Körper reflektiert fast alles und erwärmt sich viel weniger. Das Gehäuse reflektiert nur den blauen Anteil des Lichtes. Der Rest wird verschluckt. Dadurch erscheint es blau, aber auch nur, wenn es mit weißem Licht angestrahlt wird. Ohne Licht hat es keine Farbe. Man sagt nicht umsonst, nachts sind alle Katzen grau. Würde man es im roten Licht betrachten, würde es schwarz erscheinen, da kein Blauanteil vorhanden ist, der reflektiert werden könnte und das Rot komplett verschluckt wird. Hätte man das Gehäuse nie bei weißem Licht gesehen, würde niemand auf die Idee kommen, es als blau zu bezeichnen. In blauem Licht würde es natürlich auch blau aussehen, aber man wäre nicht sicher, welche Farbe es wirklich hat. Auch ein weißes Gehäuse würde im blauen Licht blau erscheinen, so wie hier der weiße Hintergrund. Wenn wir also davon reden, dass ein Gegenstand eine bestimmte Farbe hat, meinen wir damit eigentlich, er erscheint in dieser Farbe, wenn er mit dem gesamten Lichtspektrum angestrahlt wird. Subtraktive Farbmischung lernt bereits jedes Kind kennen, wenn es mit Fingerfarben malt. Jeder, der zu Hause einen Farbdrucker hat, nutzt dieses Prinzip. Die drei Grundfarben sind hier allerdings die Komplementärfarben zum RGB-Modell: Cyan, Magenta und Gelb. Man spricht deshalb auch vom CMY-Modell. Aber kommen wir wieder zurück auf die technische Umsetzung. Das offiziell erste Farbfoto zeigte der schon erwähnte James Clerk Maxwell bei einem Vortrag. Dazu nahm er drei Schwarz-Weiß-Diapositive durch ein rotes, grünes und blaues Farbfilter auf. Jedes dieser Dias zeigt jetzt den Helligkeitsverlauf einer Grundfarbe. Dann projizierte er die drei Bilder wieder durch drei Farbfilter direkt übereinander, wodurch sich die Farben entsprechend ihrer Intensität mischen. So sieht dieses erste Farbfoto aus. Moderne Farbfilme bestehen wieder aus einem transparenten Trägermaterial und drei verschiedenen übereinander liegenden Schichten, die nur für je eine der drei Grundfarben empfindlich sind. Es entsteht zunächst wieder ein Negativbild mit den Komplementärfarben. Außer bei Diapositivfilmen, da entsteht gleich das richtige Farbbild. Die Übertragung von Farbinformationen benötigt also einen dreimal so hohen Aufwand wie bei der Übermittlung von Graustufen. Das ist der Grund, warum die ersten Fernseher auch nur Schwarz-Weiß-Bilder liefern konnten, obwohl die Farbfotografie schon bekannt war. Die Technik war damals einfach noch nicht so weit. Man war schon froh, Schwarz-Weiß-Bilder in einigermaßen brauchbarer Qualität übertragen zu können. Außerdem fehlte es noch an entsprechenden Farbbildwiedergaberöhren. Den Startschuss zur Farbfernsehübertragung gab es in Deutschland 1967. Die ersten Farbfernseher waren ziemliche Kolosse mit sehr hohem Stromverbrauch. Bei der Bildaufnahme benutzte man das gleiche Prinzip wie Maxwell. Drei Bildaufnahmeröhren nahmen das Bild durch drei Farbfilter auf. In der Farbbildröhre braucht man jetzt auch drei Elektronenstrahlen für jede Grundfarbe ein. Die kann man jetzt aber nicht einfach zusammenbringen und auf einen Punkt lenken. Wie mischt man jetzt aber die drei Grundfarben miteinander? Man nutzt dabei die Tatsache, dass das Auge nur eine begrenzte Bildauflösung hat. Der Bildschirm hat jetzt keine großflächige einheitliche Leuchtschicht mehr. Stattdessen bringt man nur kleine, eng beieinander liegende, unterschiedliche Leuchtschichtpunkte auf. Drei benachbarte Punkte leuchten beim Auftreffen eines Elektronenstrahls in je einer der Grundfarben. Die Elektronenstrahlen müssen jetzt so gelenkt werden, dass sie nur auf einen dieser Punkte treffen. Aus der Entfernung verschmelzen die Bildpunkte für das Auge und erscheinen in der Mischfarbe. Geht man zu nah an den Bildschirm heran, kann man die einzelnen Farbpunkte in Rot, Grün und Blau gut erkennen. Damit die Elektronenstrahlen beim Ablenken nicht andere Punkte treffen und so die Farben verwischen würden, kommt vor dem Bildschirm eine Loch- oder Streifenmaske, die die Strahlen nur durchlässt, wenn sie sich genau an diesen Löchern kreuzen. Im Gegensatz zur Schwarz-Weiß-Bildröhre ist die Herstellung von Farbbildröhren wesentlich aufwendiger. Heute arbeitet man mit digitalen
Bildsensoren und LCD- oder LED-Flachbildschirmen. Das Prinzip der Farbdarstellung aus den drei Grundfarben ist aber immer noch das gleiche. Der Bildsensor besteht aus einer Matrix von Lichtsensoren, die abwechselnd immer die Intensität einer Grundfarbe messen. Drei solcher Sensoren ergeben zusammen einen Bildpunkt. Viele wissen nicht, dass ein Sensor mit zum Beispiel 9 Megapixeln nur eine Bildauflösung von 3 Megapixeln hat, die dann aus 3 Subpixeln bestehen. Mit solchen Zahlen wird gern Werbung gemacht, aber die Auflösung ist nicht das einzige Qualitätsmerkmal eines Sensors. Das ist aber ein anderes Thema. Auch bei den modernen Bildschirmen besteht ein Bildpunkt wieder aus 3 Unterpixeln mit den 3 Grundfarben. Auch das kann man sehen, wenn man so einen Bildschirm unter der Lupe betrachtet. Ja, das war eine kleine Wiederholung aus dem Physikunterricht. Manch einer hat das vielleicht schon wieder vergessen. Übrigens macht es die Natur auch nicht anders. In unserem Auge haben wir 3 verschiedene Lichtrezeptoren, die entweder für langwelliges Licht, Licht mit mittlerer Wellenlänge oder kurzwelliges Licht empfindlich sind. Unser Gehirn macht daraus dann die Mischfarbe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da oben da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.